Motorleifen vorne voll erwischen, das wäre auch lustig. Käse stehen auch, ja. So, das ist unser Level. Jetzt hast du schon wieder vorbeigerannt. Scheiße. Ah, wieder mein Cockpit rausgeklappt. Wo ist denn hier mein Schiffchen nach da? Ja gut, steigen wir da hin. Ich glaube, ich müsste mein Cockpit etwas sicherer bauen. Das wäre echt besser. So, was haben wir denn hier? Military. Oh Gott, Energieverbrauch überladen. Komm mal, das ist so hinterher, naja gut. Ich muss auf jeden Fall ein paar Reaktoren reinknallen hier. Oder hat sie gerade weggeruppt? Das kann auch sein. Ey, war ja, na wieder vor uns, vorne alles wieder abgemacht. Ich krieg die Riese. So, jetzt müssen wir auch mal treffen. Sehen, ich bin in einer scheiß roten Schrift, da bin ich gar nicht, wo ich denn jetzt reinrammen muss. Ach, kein Mist. Das ist ein Bla. Ich bin schon wieder ausgefallen. Ja gut, das hat mich, das war auf Fall so dolle, jetzt hast du mich in das andere Schiff reingekommen. Aber ich habe ein Loch reingemacht, ich glaube. Ach super. Ich glaube, ich mache jetzt das Cockpit ganz hinten dran, dass ich mich jedes Mal aushaut, wenn ich dagegen ramme. Und ein paar Reaktoren schnell dran, dass wir auch gut hinterherkommen. Schön, aber selten. Mal rüberladen. Unsere eine Düse bleibt auch. Ist gerade abgegangen. Oha. Komplette linke Seite. Alles kaputt. Vorne ganz schön durchgucken bis hinter. Auf und hinten sieht es noch gut aus. Hauptsache hinten, wa? So. Military Mine Layer. Ich glaube, die schlimmsten sind in diese Militärtransporter oder hier essen. Dann müssen wir mal auf Mining Carrier gehen oder so. Na, Mining Carrier, das sind bloß die Bohrer, das bringt gar nicht. Die haben gar keine Abwehr und nicht. So, jetzt fliege ich mal ganz langsam dran.
Oha. Jetzt ist mir schon wieder mein Flurhaus gemacht. Irgendwie baust du falsch wahrscheinlich. Naja. Ich werde mal zurückkommen. Oder mein Raumschiff einfach in der Wildnis lassen. Oh, das war. Oh Mann, komm da mal ran hier. Achso, ich glaube, weil wir gar keine Düsen mehr nach vorne haben. Das wird das Problem sein. Ja. Gut. Da fahren wir jetzt zurück. Da haben wir schon mal Erfahrung gesammelt jetzt. Na gut, haben wir bloß ein Viertelschiff. Das Wichtigste ist echt, dass man eine ordentliche Panzerung hat. Ja. Was denn? Naja, du wirst gleich sehen, wie es aussieht. Wisst ihr, wie es vorher aussah? Die rechte Seite sieht nur ganz gut aus, aber linke Seite komplett ab. Vorne riesen Loch drin. Der Rammzinken vorne abgebrochen. Das andere Ding schwebt noch. Oh, oh, oh. Mission gescheitert. Sollte so haben. Und 6 Kilometer. Kilometer. Ich fliege erst jetzt 80 km/h, also 80 Meter pro Sekunde. Ja, da geht schon was bei dir. Ja, ich meine, die Beschleunigung ist schon richtig fett. Das Schiff, das qualmt irgendwie. Was qualmt denn hier? Was ist der Motor? Das dürfte schon langsam mal bremsen, weil Bremsweg ist auch schön lang. Schon wieder so ein Schiffchen. Es wimmelt jetzt bloß noch von denen. Naja, komm schon gleich mal mit. Dann was mal neu bauen. Ich glaube, das Ding werde ich gleich mal in die Fräse schicken hier. Was denn?
Dein Tag erkennt man gar nicht. So dumm ist es. Das ist gut. So soll das sein. Knight Rider. So, bin ja da. Schön. Also, mal die Kacke angucken, Alter. Wo bist du denn? Na, vor dir. Vor dir ist gut im Weltraum. Na, okay. Vor dir auf der Plattform. Ach, da. Ja, ist ein schöner Weg, oder wie? Sieht angefressen aus. Ach, schön. Ah ja. Schön, aber selten. So. Naja, dann müssen wir halt mal verstärken. Denn das überhaupt die richtige? Ich glaube, Scheiße. Ganz einfach bloß mit leichter Panzer gebaut. Es ist schon stark. Ne, eben ne. Das ist das Problem. Dann holt das ja auch alles ab. Nun, da sieht das doch schon dicker aus. Zumindest unser RAM-Gerät. Bis hierher muss es werden, okay, ne? Dann muss man ein bisschen was ran hier. Schrägen hinbauen. Das kann sein, dass es jetzt mehrere Male. Gut, also jetzt sind wir wieder ein bisschen, ob ihr es mitbekommen habt. Also es hat gerade etwas sehr rumgespackt. Ja, Spiel ist wie gesagt geschlossen worden, aber sie haben sich
Oder sie haben gesagt, dass das, wie gesagt, noch behoben wird. Und ja, wie gesagt. Außerdem ist es ja noch eine Alpha und dafür, dass es eine Alpha läuft, stürzt es relativ selten ab. Ja, naja, ne. Eigentlich war es mein erstes Mal. Die Entjungferung sozusagen. So, nochmal ganz Mist hier wieder weg. Und dann bauen wir es wieder her. Aber eine andere Farbe. Das hier unten noch dran. Und dann hätten wir das erstmal wieder so, bevor es oder so wie es vorhin Absturz war. Ziehen wir das bisschen, lassen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch machen. Wie gesagt, wir werden wohl alles noch verstärken müssen, um uns dann ordentlich für den Kampf zu vorzubereiten. Um ordentlich gewappnet zu sein. Und vor allem mehr Reaktoren, dann am besten noch Reaktoren für die Sicherheit sozusagen, also falls welche ausfallen. Ich glaube, das ist ja auch noch ganz praktisch. Und auf jeden Fall doppelte Panzerung auf jeden. Auf jeden Teil nochmal bezogen. Und jetzt sieht das doch schon brutal aus. Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe. Hier ist eine riesige rote Wand bei nur einem Block. Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht stehst du so dicht vor dem roten Block. Nee, nee. Ich sehe nichts, ich sehe bloß Ja, den nee, Namen. es ist mir schon klar, dass du es nicht siehst. So, dann macht das ganze Gelumpe hier auch nochmal weg. Dann ziehen wir noch mal eine ganze Schicht drauf. Ich denke mal, die Teile werden ja auch ziemlich, wie ich sagen, verletzbar sein. Deswegen werden wir die bisschen einkleiden und mit den anderen. Irgendwie spackt hier gerade das Spiel rum. Ja. Ich kann gerade nicht mehr einsetzen. Ich habe nur diesen roten Balken hier. Nein, wir nochmal disconnecten, wir connecten, aber wie gesagt, haben sie eigentlich gleich geschafft für die. Ja, ich probiere mal zu fliegen. Und? Naja, mal gucken, ob ich losfliegen kann, weil das ist ja mal unten fest. Nee, geht nicht. Also man müsste erstmal paar Düsen nach unten dran bauen, ne? Sonst Klar. das wäre schon von Vorteil. Da ging was. So, jetzt haben wir hier die Seite, sieht so aus und die sieht so aus. Dann machen wir das hier noch weg. Gut, jetzt geht's wieder. Ich Ja. kann wieder bauen.
Ist zu gut. Dann machen wir, wie gesagt, das ja weg. Und ziehen das hier nochmal rein. Zack. Dann hat man das doch hier unten, genau. Schon mal doppelschichtig. Und so. Bin ja gespannt, wie das Gerät dann wiegen soll. Da haben wir auf jeden Fall schon mal die Düsen etwas einfließen lassen in das Schiff, dass das eine ganze, konnte man ja leicht wegrahmen sozusagen. Sieht irgendwie anders aus, kann das sein? Ach nee, scheiße. So hier? Nee, hä? Wo hab ich denn das? Ach nee, hier noch. Aha. Jetzt seh's. Und zwar hier kommen die noch an. Genau, so. Lege ich mal, was könnten auch die hier nehmen. Sechser. So. Da passt oder macht es nicht, wenn nächstes Mal so ein Schiffchen gegen uns fliegt, dann gleitet das sozusagen über unser Schiff drüber. Oh. Weil wir so flach sind, ja. So, und jetzt hier ganz in die Mitte können wir rein theoretisch unser Kommando-Ding wieder einbauen. Wie gesagt, diesmal machen wir so ein bisschen sicherer, würde ich sagen. So. Können wir dann hier wieder Scheibe reinziehen. Das ist ein Markierer. Aha, geil.
Drück mal M, wenn du jetzt einen Block in der Hand hast. Na, da hast du, kannst du komplett Seite spiegeln und das wieder dran bauen, weißt du? Mhm. Dass du bloß eine Seite baust und dann das komplett spiegelst. Oder halt kopierst. Jo, jetzt weiß ich, warum das vor uns so komisch war. Gut. Na, sonst kannst du halt so oder so spiegeln und so weiter. Ne? Das ist gut. Haben wir kleiner was Neues gezeigt. Richtig. So, wie gesagt, aber... haben schon eine bisschen Überlänge. Durch den Zwischenfall. Zwischenfälle basieren. Ja, und deswegen haben wir jetzt aber trotzdem Schluss machen müssen. Wir machen da ganz schnell irgendwas hier. Mach das doch weg hier und tun das bis so ranziehen. Auf jeden Fall in der nächsten Woche, in der nächsten Episode. Folge, ja. Episode ist ja fast dasselbe. Hm. Ist mein Schiff dann fertig? Ja. Wie gesagt, mein gepanzertes Etwas ist dann hoffentlich auch wieder da. Und soll die wieder etwas einstecken können. Aber ich denke mal. So. Gut, also wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir erstmal noch weiter panzern das Gerät und dann irgendwann suchen wir uns dann mal einen würdigen Gegner, der dann gegen uns antreten kann. Und hoffentlich gewinnen wir dann diesmal und den dann vernichten. Zerstückeln, wie auch immer. Aber ich denke mal, zu zweit wird es dann ein bisschen besser werden. Gut, also wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Jo. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.